Liebe Eltern, Bernd Haller, Herr Wiegmann, es ist eine schöne Tradition der Gesamtschule Schermbeck, ein langes, arbeitsreiches Schuljahr oder vielleicht Schülerinnenjahr gemeinsam ausklingen zu lassen und alle Schülerinnen und Schüler, die nun ihre Schulzeit beenden, auch hier feierlich zu verabschieden. Ich freue mich, dass ich an der heutigen Feierstunde teilnehmen darf. Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern ganz herzlich zu ihren Lernerfolgen zum Abi 2024 oder zum Erreichen der Fachhochschulreife ganz herzlich gratulieren. Mit eurem Abitur habt ihr ein erstes großes Ziel in eurem noch jungen Leben erreicht. Das ist eine großartige Leistung und darauf dürft ihr wahrlich stolz sein. Stolz auf euch sind jetzt auch eure Eltern sowie eure Lehrerinnen und Lehrer. Also die Menschen, die euch durch eure Schulzeit begleitet, die euch motiviert, aber mit Sicherheit auch alle gefördert haben. Auch Ihnen, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, möchte ich vielmals gratulieren. Und Ihre Mühe und Durchhaltekraft ist, denke ich mal, ich breche hier die Tradition, lieber Xavier, einen richtig dicken Applaus wert. Es hat sich gelohnt, lange Jahre intensiv zu lernen und hart für einen guten Schulabschluss zu arbeiten. Es war sicherlich nicht immer einfach, das Pensum zu bewältigen und vor allen Dingen auch gute Noten zu bekommen. Vielleicht hattet ihr manchmal Zweifel, ob ihr es schaffen werdet oder fühltet euch vielleicht auch etwas unter Druck gesetzt. Die Erwartungen sind heute hoch. Wahrscheinlich auch die, die ihr an euch selbst stellt. Und Schule ist kein Kinderspiel, sondern flankt euch allen viel ab. Aber Schule, die Gesamtschule, achtet auch darauf, dass alle mitkommen, dass ihr eure Talente entfalten und eure Persönlichkeit entwickeln könnt. Sie schaut nicht nur auf die Testergebnisse und Noten, sie sieht die Schülerinnen und Schüler als ganze Person, als Menschheit. Liebe Abiturientia, für euch geht nun ein Lebensabschnitt zu Ende, der euch geprägt und der lange Jahre euer Alltag bestimmt hat. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wahrscheinlich freut ihr euch darauf, etwas Neues anzufangen und selbstständiger zu sein. Aber vielleicht fühlt ihr euch auch etwas unsicher angesichts all des Neuen, was euch nun wartet. Doch auch diese neue Lebensphase haben eure Eltern, eure Lehrerinnen und Lehrer, eure Schule euch sehr gut darauf vorbereitet. Sie haben gute Arbeit geleistet. Das zeigen die vielen guten Abiturergebnisse. Und ich habe alle eure Zeugnisse ja gesehen, weil ich sie unterschreiben durfte. Also von daher weiß ich, wovon ich hier gerade spreche. Das zeigen aber auch die beruflichen Werdegänge der ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Schermbeck, dass ihr sehr, sehr gut vorbereitet seid auf das, was kommt. Aber im Leben gibt es noch mehr. Wesentliche Dinge, die am Ende eures Lebens vielleicht die Frage beantworten, ob man sein Leben zur richtigen Zeit mit den richtigen Prioritäten versehen hat. Und darum möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht hilft, meine vorangegangenen Sätze und das, was ich einleitend gesagt habe, besser zu verstehen. Ein Professor stand vor seiner Philosophieklasse und hatte einige Gegenstände vor sich. Als der Unterricht begann, nahm er wortlos ein sehr großes Glas und begann, dieses mit Golfbällen zu füllen. Er fragte die Studenten, ob der Topf nun voll sei, und alle bejahten es. Dann nahm der Professor ein Behältnis mit kleinen Kieselsteinen und schüttete diese in das Glas. Er bewegte das Glas sachte und die Kieselsteine rollten sachte in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Er schaute seine Schülerinnen und Schüler an und fragte erneut, ob das Glas nun voll sei. Wieder stimmten alle zu, es war deutlich mehr drin. Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete dieses ins Glas. Natürlich füllte der Sand den kleinsten verbliebenen Freiraum. Er fragte wiederum, ob das Glas nun voll sei. Und zur Verwunderung antworteten die Studenten natürlich jetzt auch mit Ja. Da holte der Professor zwei Dosen Bier unter dem Tisch hervor
und schüttete den ganzen Inhalt in den Topf und füllte somit den letzten Raum zwischen den Sandkörnern aus. Die Studenten lachten alle. Sie fragen sich, wahrscheinlich auch nicht unberechtigt, warum erzählte uns eine solche Geschichte zum Ende unserer Abiturzeit. Ich möchte, dass ihr diesen Topf als die Repräsentation eures Lebens anseht. Das Problem an der Sache ist, dass diese Geschichte euch heute ein Mann erzählt, der zugegebenerweise beruflich meistens fremdbestimmt, die sich aus der Geschichte ergebenen Lebensweisheiten selbst nicht immer beherzigt und sicherlich auch nicht immer klar hat. Das wiederum erzähle ich aber auch nur deshalb, weil ich weiß, dass es vielen Eltern von Ihnen hier im Saal ähnlich geht. Die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in eurem Leben. Eure Familien, eure Kinder vielleicht, eure Gesundheit, eure Freunde. Die bevorzugten ja leidenschaftlichen Aspekte eures Lebens, welche, falls in eurem Leben alles verloren ginge und nur noch dieses verbleiben würden, euer Leben trotzdem am Ende noch ausfüllen würde. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben wie eure Arbeit, vielleicht euer Haus, eure Wohnung oder euer Auto, Motorrad, was auch immer. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. Falls ihr den Sand zuerst in den Topf gebt, hat es weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt eigentlich für euer Leben. Wenn ihr all eure Zeit und Energie in Kleinigkeiten investiert, werdet ihr nie Platz haben für die wichtigen Dinge. Achtet auf die Dinge, welche euer Glück gefährden. Spielt mit euren Kindern, nehmt euch Zeit für eine medizinische Untersuchung, führt euren Partner zum Essen aus, es wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu putzen oder andere Pflichten zu erledigen. Aber achtet zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Setzt eure Prioritäten, der Rest ist einfach nur Sand. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, schaut, die Golfbälle repräsentieren unsere tiefen Bedürfnisse. Oft richten wir jedoch unsere Aufmerksamkeit auf Ziele, die absolut nebensächlich sind. Durch Medien, vielleicht eure zukünftigen Kolleginnen und Kollegen und auch Freunde fokussieren wir uns auf materielle Dinge, die nur kurz, wahrscheinlich sehr kurz, zu unserem Glück beitragen werden. Es ist leicht, sich in diesen Nichtigkeiten zu verlieren. Es ist auch einfach, weil der Verlust dieser Nichtigkeit oftmals uns wirklich überhaupt gar nicht schmerzt. Ich möchte euch heute mit knapp 55 Jahren einen Rat mit auf den Weg geben. Tut es nicht und fragt euch, was ihr wirklich wollt. Am Ende unseres Lebens werden wir nicht bereuen, ein schnelleres Auto oder ein schickeres Handy besessen zu haben. Wir werden aber ganz bestimmt bereuen, nicht den Blick auf das Wesentliche im Leben gerichtet zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen alles erdenklich Gute, eine richtig tolle Abi-Feier, euch allen, die ihr hier seid, Gesundheit, Weitsicht, Lebensfreunde und vor allen Dingen Weltoffenheit. Ich bin stolz auf euch.